Top 10 heute, 10 unglaubliche Methoden der Gedankenkontrolle. Augen auf! Nummer 10, ein ferngesteuerter Stier. Die letzte Rettung für einen Stierkämpfer. 1964 hat der Wissenschaftler José Rodríguez Delgado einen Transmitter in das Gehirn eines Stiers eingebaut. Damit konnte er Teile des Gehirns manipulieren und den Bullen sogar per Fernbedienung dazu bringen, den Angriff zu stoppen. Nummer 9. Bestimmte Arten der Buckelfliegen. Ameisen schlucken die Eier dieser Fliegen und die geschlüpften Larven ernähren sich dann vom Gehirn der Ameisen und kontrollieren ihre Bewegung. Später wird's richtig fies, dann wächst die Fliege aus dem Kopf der Ameise raus, was sie natürlich nicht überlebt. Der Kopf fällt einfach ab. Nummer 8. Kleine Leberegel. Dieser Parasit kontrolliert ebenfalls unschuldige Ameisen. Er zwingt sie auf Pflanzen zu klettern. Dort wird die Ameise dann von größeren Tieren, zum Beispiel Kühen, gefressen. Die bekommen dann Dicrocoeliose, eine fiese Wurmerkrankung. Das kann man keinem Landwirt wünschen. Nummer 7. Die Schlupfwespe Hymenoe pimecis argyraphaga. Klingt ja schon gefährlich. Und ihre Larven wirken auch wie eine gefährliche Droge auf Spinnen. Ein chemisches Gift bringt die Spinnen dazu, ein dichtes Netz zu spinnen. Dann wird sie von der Wespe getötet. Das Netz ist dann ihr neues Zuhause. Ganz schön krass. Nummer 6. Die Euhaplochis californiensis. Das ist ein Parasit, der Fische befällt und ihr Gehirn kontrolliert. Er zwingt sie dazu, besonders nah an die Wasseroberfläche zu schwimmen. Ganz schön fies. So steigt das Risiko dramatisch, von Vögeln gefressen zu werden. Und dort in den Vögeln breitet sich der Parasit dann weiter aus. Nummer 5. Ophiocordyceps unilateralis. Hinter diesem lateinischen Begriff steckt eine parasitische Pilzart, die wieder mal ahnungslose Ameisen befällt und ihr Handeln kontrolliert. Ist ein Platz mit optimalen Lebensbedingungen für den Pilz gefunden, tötet er die Ameise und verlässt ihren Körper. Das sind ja Methoden. Nummer 4. Eine Mensch-zu-Ratte-Schnittstelle. Wissenschaftler der Harvard-Universität benutzten Ultraschalltechnik, um Rattenschwänze mit menschlichen Gehirnsignalen zu beeinflussen. Beim Experiment von 2013 bewegte sich der Rattenschwanz exakt 1,5 Sekunden, nachdem ein Wissenschaftler an die Bewegung dachte. Nummer 3. Der Spinochordodes tellini. Dieser fiese parasitäre Wurm bringt Insekten dazu, ins Wasser zu springen und Selbstmord zu begehen. Der Wurm wächst in Insekten heran, die er dann ins Wasser zwingt, um dort zu schlüpfen, sodass er dort ungestört weiter heranwachsen kann. Ich bin entsetzt! Nummer 2. Der Toxoplasma gondii. Ein fieser Parasit, der Nagetiere infiziert und ihnen einfach mal die Angst vor Katzen nimmt. Da hat die Katze natürlich leichtes Spiel und auch Menschen kann er befallen. Grundsätzlich kommt es zu einer Verlangsamung der Reaktionszeit. Und die Nummer 1, eine Mensch-zu-Mensch-Schnittstelle. Ein Experiment von 2013. Rajesh Rao von der Washington University benutzte seine Gehirnströme, um die Hand seiner Kollegin Andrea Stocco zu kontrollieren. Er stellte sich vor, wie er ein Spiel zockt und siehe da, Mrs. Stocco bewegte unfreiwillig ihre Finger, als würde sie den Controller bedienen. Wow, eine Mensch-zu-Mensch-Schnittstelle. Was würdest du damit machen? Schreib es in die Kommentare unter das Video. Aufgepasst, die Videodays gibt es dieses Mal auch erstmalig in Berlin am 1. und 2. Mai. Also zieht euch den Trailer rein und ab in die Hauptstadt. Viel Spaß und auf Wiedersehen!